Neue Woche, neues Glück. Immer wenn ich hier stehe, weiß ich, das Wochenende ist nicht mehr weit. Beim Projekt Medienprofi von OV und LZO erreichen 34 Schülerteams die Hauptrunde. Wir haben bei der Internet Rally den Teilnehmern in der Oberschule Neunkirchenförden mal über die Schulter geschaut. Und in Steinfeld wird das neue Pfarrerehepaar begrüßt. Die beiden freuen sich schon auf viele neue Gesichter. Der Gottesdienst startet um 9.30 Uhr. Fotoshooting für die neue Promenade auf Gut Füchtel in Vechta. Model ist da, Fotografinnen sind da, jetzt muss nur noch das Pferd mitmachen. Im Idealfall sind seine Ohren nämlich nach vorne gerichtet. Hey, guck mal her, Helena. Helena. Wie heißt sie? Helena. Und zum Pferd gucken. Viel höher. Lächeln, immer lächeln. Du bist so glücklich. Weiter geht es zwar ohne Pferd, doch noch immer draußen in der Kälte. Aber unsere Promenadenmodels bleiben tapfer. Zum Abschluss wird es noch einmal in einer Ferienwohnung auf Gut Welpe kuschelig. Da lächelt es sich gleich noch besser. Die Ergebnisse vom Fotoshooting findet ihr in der neuen Ausgabe der Promenade. Liebe OV-Freunde, ich bin hier im Gymnasium in Lohne und ich treffe die beiden Protagonisten des Schauspiels Norway Today, Max Möllmann und Judith Gerdes, und die erzählen mir jetzt mal, worum es in dem Stück geht. Viel Spaß. Ja, also es geht halt darum, dass sich zwei Jugendliche im Internet verabreden, um sich umzubringen, und dann treffen sie sich auch tatsächlich in Norwegen. Und ja. Weswegen das Stück dann im Übrigen auch Norway Today heißt. Und im Prinzip baut sich dann in dieser gesamten Handlung eine Beziehung zwischen beiden Protagonisten auf. Und das bringt dann so ein bisschen die Pläne von beiden halt einfach durcheinander. Ja, das klingt doch schon sehr spannend. Und ein paar Eindrücke, wie genau das jetzt auf der Bühne aussehen wird, die bekommt ihr jetzt. Schwör's. Ich schwöre. Sag, ich schwöre, dass ich niemandem etwas sagen werde. Ich schwöre, dass ich niemandem etwas sagen werde. Wir brauchen ein Zelt. Ein Zelt? Und Bier. Bier? Und Essen. Soll ich belegte Brötchen machen? Und warme Kleidung. Da draußen sind's minus, ich weiß nicht, sehr wenig jedenfalls. Wo gehen wir denn hin? In den Schnee. Erfrieren? Premiere des Stücks ist am Samstag, dem 4. Februar um 19.30 Uhr. Dafür gibt's auch noch Karten. Und weiter geht's am 5. Februar, dem Sonntag, und dann am 11. und 12. Februar jeweils um 18 Uhr.